ich habe noch nie einen Fußballer bei Wagner gesehen. Live aus dem Bayreuther Festspielhaus. Sie können den Ring nicht dirigieren, indem Sie sagen, ich begleite jetzt mit dem Orchester die Sänger. Ich will auch nicht das Gegenteil sagen, die Sänger haben mich gefälligst zu begleiten. Das ist Unsinn. Damals, als die Politiker noch Götter hießen, war eigentlich alles genauso wie heute. Gott Wotan baut sich eine viel zu große Burg, weil, ich Chef, du nix. Das Problem, Wotan ist total bankrott, deshalb 16 Stunden später Götterdämmerung. Aber all das sehen wir nicht. Erstes Bild, Auftritt, die Rheintöchter. Die Rheintöchter sind sexy, aber ein bisschen blöde. Für sie ist das Rheingold nichts anderes als ein Spielzeug. Alberich kommt, der Nibelung. Er will die Rheintöchter. Die Rheintöchter sagen nein. Er will das Rheingold. Die Rheintöchter sagen nein. Alberich entsagt der Liebe, klaut das Rheingold, Alberich ab. Also frage ich zurück, ist das wirklich ein Loser? Warum hat Wagner den überleben lassen? Und dann, was mir bei der Partie auffällt, ist der unglaubliche Zorn, die Aggressivität, die in dieser Partie steckt. Und woraus entsteht er? Natürlich daraus, dass er von den Rheintöchtern, die mit ihm spielen, diese Naturelemente, die spielen ja nur mit dem, aber er fühlt sich natürlich verletzt. Blättern mal auf die erste Seite. Ja? Ich glaub, und vielleicht könnt ihr mit euren Rollen, und du bist Alberich, mal probieren, diese Rheingold-Anfang, Walla Vaga Woge zur Welle. Na, Vaya Vaga. Guck, und das ist schon falsch. Da haben wir schon wieder. Moment, wo kam der Test durchgefallen? Ja. Wenn Sie merken, dass ein Sänger gut beieinander ist und sicher, körperlich und stimmbändermäßig sicher in seiner Haltung ist, dann können Sie sich auch als Dirigent erlauben. Also es gibt kein Metronom, wo Sie sagen, heute kommt mein Tempo, sondern Sie müssen immer gucken, was passiert da oben und ich richte mich aus. In dem Rahmen, das noch zulässig ist. In dem Rahmen des Zusätzlichen natürlich und wie ich schon mal bei dem Rheingold gesagt habe, man muss gelegentlich dann auch durch die ungeheuer aussagekräftige Behandlung des Orchesterapparates dann mal den Sänger an die Hand nehmen und ihn, wie man so schön sagt, als Dirigent auf das Orchester draufsetzen. Ich habe mein erstes Wagner-Konzert mit Janowski 85 oder 86 in Köln gemacht. Ja. Da war ich noch ein kleiner, schlanker Anfänger. Aber dann haben wir so viel in der Welt weiter zusammen gemacht. Und da gibt es eine Episode, da ist er eingesprungen für den verunglückten James Levine in New York, Carnegie Hall. Ja. Und dann treffen wir uns kurz, er kommt zu einer Einspielprobe und sagt, Domen, was machst du hier? Ich kenne dich noch, wie den kleinen Pisser warst. Jetzt bist du weltberühmt, Blattmann. Der kleine Pisser ist also wieder da. Aber dem Janowski nimmt man sowas nicht übel. Das ist einfach für mich eine deutsche historische Instanz. Ihr könnt in Sachen das Bier für ja, endlich mein kleines Hebe. Jetzt haben wir das Richtige. Man braucht Spannung. Also jedes Jahr braucht man eigentlich immer ein Eklat. Ich brauche ja sowas, um mich selbst zu finden. Ich kann ja nur, wenn so ein Ruck geht, dann werde ich gut. Immer wenn ich sehr harmonisch bin, sehr ausgeglichen, ist es scheiße. Also für einen Künstler, der braucht ein Feindbild. Wenn er das nicht hat, kann er nicht arbeiten. So dumm, jetzt bist du dran. Ja, mein lieber Kastorf, ich würde sagen, Feindbild hin und Feindbild her. Ab 60 sollte man das ein bisschen entspannter sehen. Die Feindbilder gehören in die Pubertätphase. Und ich denke, Sarah, ab 60 sollte man einfach die Feindbilder ein bisschen relativieren. So, wie geil. Aber du fandest es eigentlich ganz gut. Ich fand das überhaupt nicht provokant. Also ich fand das ausgesprochen schlüssig, so in seiner Art. Das ist die Welt. Das ist die Welt, wie wir sie heute sehen. Besteht aus einer Tankstelle, einem Hotel. Woo!
Wagner wrote bombastic music, and I mean, this looks bombastic as well. Yeah, this statues were made in Ingolstadt, in the Udelhofen studios. I found that this machinery is maybe functioning better than some of most of the cars which exist. Survive every crash test. Yeah, because these materials are for the cars. Now we are on Alexanderplatz. It's actually a small world you built. Yes, small world, but a reflection of big things which were happened in the end of 20th century, according to this race for the money and from the oil. The world was strongly divided on the two sides, and Alexanderplatz is somehow best reflection and best emblem of a divided world during the Cold War. 1876 baute Richard Wagner ein Festspielhaus in Bayreuth, nur für seine Opern. Das Besondere? Der Orchestergraben liegt unter der Bühne und sorgt für einen unverwechselbaren Klang. Bis heute sind seine Partituren hier heilig. Wagners Walkürenritt. Ein Bestseller, komponiert von einem Genie, das ewig pleite war. Er war ein hemmungsloser Egoist, er war eine vielleicht auch widerliche Persönlichkeit, aber was ist da rausgekommen? Die genialsten Werke der Musik. Wagners Leben selber eine ungestüme Oper. Die erste Ehe mit Schauspielerin Minna Planer, eine unerfüllte Affäre mit Mathilde Wesendonck und die zweite Ehe mit Franz Liszt Tochter Cosima. Wenn das mit der Wesendonck geklappt hätte, ja, da wären also heiße Nächte im Gartenhaus gewesen, hätte er nicht den Tristan geschrieben. Da war eben nichts. Die wollte ja nicht. Erster Abend, das Rheingold. Wow, die Rheinwichse ist schon da. Götterdämmerung. Wäre es nicht einfach super, wenn der Held jetzt sagen würde am Ende von Siegfried, komm, wir ziehen hier in eine Platte und sind froh für den Rest des Lebens und soll doch die Welt da draußen machen, was sie will? Ja, ich glaube, das wäre auch die beste Lösung. Also ich glaube, das ist auch das, wovon Brünnhilde dann eigentlich träumt. So, Held, ich mach jetzt mal weiter. Es ist im ersten Akt im Grunde genommen die Glorifizierung eines verbotenen Liebesaktes. Die Walküre. Eine Oper wie die Bildzeitung. Es geht heute um Inzest und Macht. Wotan hat gestern Nacht noch nachgedacht und er hat einen Plan, wie er die Welt retten kann. Er will das Schicksal in die eigene Hand nehmen und dafür braucht er einen seiner vielen unehelichen Söhne, Siegmund. Siegmund tut, was Wagners Helden so in der Regel tun. Er läuft durch den Wald. Walküre ist wahrscheinlich Wagners Hit-Oper, ja, im Ring. Das ist der Hit. Die waren Walkürenritt. Ja. Die Walküren waren prima. Die zweite, welche ist es? Ja, muss ich auch nochmal nachgucken. Die zweite ist, können wir eigentlich alle Walküren sagen? Können Sie die alle aufsagen? Helm Wiege, Christiane Kohl, ja. Super. Ja. Habe ich selten so gut gehört. Und alle zusammen machen natürlich schon einen Höllenlärm. Absolut. Ja. Und das ist die Aufgeregtheit vorher. Das muss man sich ja manchmal erinnern. Hat Janowski auch gesagt, wenn ich anfange, habe ich das Ende. Ja. Das heißt, bevor er das hier dirigiert, weiß er schon, es kommt alles zu Wotans Abschied. Mhm. Ist das ein großes Decrescendo, also ein großes Abflauen, was Wagner hier inszeniert, vom pompösen Walkürenritt bis wirklich zwei Menschen auf einer Bühne, ja, die sagen... Ja. Ja, ja, weniger ist mehr, weil ja. Das ist ja im Grunde hohl. Also darf man das sagen, es ist ein bisschen eine hohle Musik. Ja, wenn man so gegen die Musik inszeniert. Ich habe den ganzen Mätzchen alle mitgemacht, drei Abende lang. Aber im dritten Akt eklatant gegen die Musik zu inszenieren, das ist jenseits von Gut und Böse. Was hat Sie konkret gestört? Die Musik wabert und tobt und auf der Bühne findet kleinkariertes Theater statt. Und morgen kommen Sie wieder, oder? Ja, klar. Ja, klar, das ist doch immer was. Und ein bisschen muss man auch streiten über die Oper, oder? Also, geht doch. You cannot present the full range of human emotion unless you have lived it. And Wagner did live it. He lived action and adventure as a revolutionary in Dresden, and he lived a life as an adulterous lover with many women. Während ihr gesungen habt, hat er sich bei uns im Studio hier, ja,
einfach mal den Ring des Nibelungen mit Bayreuther Opernhaus, wie man sieht, tätowieren lassen. Und währenddessen habe ich euch beim Singen zugehört. Ein Leben lang tätowiert mit Wagner, oder ist das zu viel? Das ist sehr beeindruckend. Und ich sage allen nochmal vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Ring des Nibelungen. Thank you very much to everybody. Wir sagen auf Wiedersehen aus Bayreuth, bedanken uns, dass Sie bei uns zugeschaut haben. That's the end of the show.